Ah, ich wusste es. Sobald ich hier im Luftschiff bin, kommt direkt eine Cutscene. Wie letztes Mal bei den Teufelswaffen. Es wäre also die siebente. Oh, die sagen schon was. Bin extra noch nicht rausgegangen, weil ich wusste, aber letztes Mal war irgendwie ein paar Teufelswaffen hatten, da keine Ahnung, da kam auch eine Cutscene jedes Mal, wenn ich irgendwo hingeflogen bin. Also ja. Dieser Schlüssel heißt stärkste optionaler Boss wahrscheinlich, ne? Das sind die heißen Teufelswaffen, also. Was? Okay. Okay. Hat irgendwie so ein Stichwort, dass ich das machen sollte. Also nicht. Obwohl, wäre eigentlich nicht schlecht, ne? Die sind ja alle schwächer als das, was ich jetzt habe, ne? Nicht so unglaublich, aber ja, ich will mich ja sowieso verkrüppeln gegenüber den finalen Boss, also ja. Kann man ja mal machen, ne? Gut, dann sehe ich euch, wenn ich wieder was gefunden habe irgendwo. Und ja, bis gleich dann. Ah, hier passiert was. Oh, hey Leute, danke nochmal für eure Hilfe. Das war unglaublich. Das war uns eine Ehre. Ganz genau, es war die Mühe wert. Wenn es euch nichts ausmacht, könnte ich noch ein bisschen Hilfe brauchen. Ist noch eine Aufgabe für uns? Oh nein, nicht für euch alle, nur für die Frau, die unsere Souvenirladen geführt hat. Mich? Ja, du bist bei unseren Kunden so gut angekommen. Seit du nicht mehr da bist, fragen sie nur noch nach dir. Wow, gut gemacht, Judith. Tja, eine so hübsche Dame wie dir würde ich auch alles abkaufen. Ach, spare dir deine vergebliche Liebesmühe. Sie hätten also gerne, dass sie wieder den Laden führt? Absolut, ihr hättet sogar vollen Zugang zum Thermalbad. Also willst du uns aushelfen? Klar, warum nicht? Ich hatte beim letzten Mal viel Spaß. Vielen Dank. Magst du auch das Outfit anprobieren, das gerade geliefert wurde? Wir treffen uns nach dem Ende meiner Schicht. Ihr solltet euch alle ein bisschen erholen. Ich warte, bis du fertig bist, Judith. Juri, du und die anderen können sich derweil im Thermalbad entspannen. Oh, vielen Dank. Unglaublich, wir jetzt sehen hier. Hallo, Juri. Hast du ein schönes Bad? Ja, arbeitet Judy noch? Allerdings, der Strom an Kunden reißt einfach nicht ab. Hallo, willkommen. Neues Kostüm. Wie ist mit diesen gedünsteten Teigtaschen? Es sind 24 Stück in der Packung, also das perfekte Mitbringsel für große Puppen, Gruppenpuppen. Und 150 Galt zurück. Noch einen schönen Tag. Oh, wie ich sehe, seid ihr alle in Badekleidung. Ist gerade genug für die Fantasie übrig. Ich schätze selbst, das Thermalbad kann eine schmutzige Fantasie nicht reinwaschen. Mann, sie sieht echt beschäftigt aus. Sie weiß genau, wie man den Kunden redet und zufrieden. Sie weiß genau, wie man mit Kunden redet und herausfindet, wie sie suchen. Sie ist ein echtes Naturtalent. Das ist unglaublich. Ja, da war ein hoffnungsloser Fall. So viele Menschen? Vergiss es. Er ist fertig. Gute Arbeit. Ich kann es nicht glauben, wir haben die Verkäufe von gestern nur übertroffen. Das weiß nur meine Theorie. Du machst den Unterschied. Meine Güte, deine Beliebtheit schließt durch die Decke. Allerdings, du bist Mitarbeiterin des Monats bei Verkäufen und Service. Ob ich es wage, mich nächsten Monat selbst zu übertreffen? Denkst du wirklich darüber nach, noch eine Schicht zu übernehmen? Bald, Schönheit.
Um Ball Schönheit. Wegen Baul. Sie steckt ihr Haar hoch und entblößt ihren verführerischen Nacken. Bei diesem Angriff kann man nur ins Schwärmen seufzen. Irgendwie sieht man ihren Nacken aber nicht. Alles klar. So. Noch irgendwas? Also nicht. Ich gehe noch mal raus und rein. Vielleicht kommt dann was. So, hier gehe ich auch mal übernachten. Aber dann speichere ich vorher. So, ich habe übrigens auch gesehen, was ich mit diesen Dingen machen kann, mit diesen Klingen vom Schwerttänzer. Ja, guck mal. Sehnlose Dämonenklinge 1, 2 und 3 kann man hier zu einer Rüstung machen, aus irgendeinem Grund. Also, ja. Die ist um 30 höher, hat Resistenzen gegen alles. Also, da ist ein bisschen broken. Also, ja, her damit. Oh, der hat auch schon Generalshelm, sehe ich gerade. Generalsrüstung. Ja, guck mal. Langsam tun wir so echt unsere Sachen alle maximieren, finde ich gut. So. Gucken wir uns hier nochmal, während die Aufnahme läuft, ein bisschen um. Was ist mit dir eigentlich? Keine Ahnung, gar nichts. Gucken wir uns nochmal hier überall um. Ganz schnell, ist ja nicht groß das Gebiet hier. Ein kleines Bündel weißen Stoff zurückgelassen. Jetzt wo ich so darüber nachdenke, es könnte halt für ein weißer Stoff sein. Keine Ahnung. Ja, der müsste ja ein Männerbereich dann sein. Oh Gott. Ich dachte, das ist ein familienfreundlicher Kanal hier. Ich habe nur Fallout 4 und so hier hochgeladen. Wand hat eine Landolt-See-Seetafel. So heißen die? Diese Dinger mit diesen Buchstaben drauf, wo man raten muss. Wo man ja raten muss, ne? Was für ein Buchstabe ist das? Ich rate mal, weil ich nicht weiß, wie Buchstaben aussehen. Okay, gehen wir zurück. Dann bleibt eigentlich nur noch Aunion und Namco Bandar Island. Und beim Zweiteres weiß ich, wenn wir da eine Quest erledigen können. So, ist jetzt hier wieder was? Nee, okay. Gut, dann sehe ich euch in Aunion. Ich gehe jetzt noch mal kurz raus und rein, um zu gucken, ob dann irgendwas passiert. Aber ich denke mal nicht. Und dann, ja, sehen wir mal. So, für den Typen müssen wir hier einige Sachen noch geben für eine Quest. Und ja, mir fehlte noch ein Gegenstand, und zwar ein großer Zahn des Löwen. Und ja, da bin ich jetzt extra noch mal in diesen Turm gegangen, habe gegen ein so ein Viech gekämpft und habe das noch gerade gesammelt. Und jetzt müssen wir eigentlich alles zusammen haben, wenn ich richtig gezählt habe. Ja, Kugeln der Macht übergeben und anderes Zeugs. Es tut mir leid, dass ich dich habe warten lassen. Das müsste genügen, oder? Ja, das ist genau, was ich brauche. Es muss schwer gewesen sein, alles zu bekommen. Nein, so schlimm war es nicht. Na klar, ich werde für jemanden wie dich, weil es das reinste Kinderspiel. Mal langsam. Du schmierst mir nur Honig um den Mund, um etwas wirklich Schwieriges von mir zu verlangen, oder? Hier kann ich wohl nichts vormachen, was? Du solltest zurückkommen. Flynn könnte deine Hilfe gebrauchen. Ich habe meine eigene Arbeit. Außerdem habe ich auch so schon genug, oder etwa nicht? Na, ich glaube, das ist sowieso eher dein Stil. Was kommt als nächstes? Der nächste Auftrag ist meine letzte Bitte. Danach dürfen wir alles haben, was wir brauchen. Ich brauche einen Grünlichtstein, eine Portion pechschwarze Tinte, ein seltsames Metall und, tja, also... Und was? Na los, raus mit der Sprache. Es fällt mir schwer, es dir zu sagen. Ich bitte dich nur äußerst ungern um diesen Gefallen. Dann geht's also um Galt, nicht wahr? Sag's doch einfach, wie es ist. Du bist immer noch so zögerlich wie eh und je. Und du bist so scharfsinnig wie eh und je. Du hast recht, es geht um Galt. Wie viel brauchst du denn? Ungefähr 500.000 Galt, dachte habe ich locker. Es müsste uns ermöglichen, alle übrigen Material, das wir brauchen, erschaffen zu lassen. Gut, das wäre so... Da wären also ein Grünlichtstein, eine Portion Pech, schwarze Tinte und ein seltenes Metall und 500.000 Galt. Habe ich das alles schon? Alles klar. Bitte hab etwas Geduld, ja? Ich nehme an, ich habe schon alles. Warum hast du deine normalen Klamotten an? Wo ist der Typ? Ich habe doch schon alles. Ich kann mal raus und reingehen. Na gut, machen wir mal. Oder übernachten. Ich gehe mal übernachten. Ich nehme an, ich muss raus und reinrennen, ne?
taucht der Typ wieder auf. Heute schneit es wieder geil. Da steht er auch wieder. So, weh, ich habe nicht alles auf Anhieb. Mein Schütze der Schaden, das ist meine Ware. Okay. Gut, ich gehe noch mal raus und rein. Los, komm. Ich habe dein Zeugs, glaube ich. Pechschwarze Tinte oder rahmschwarze Tinte. Müsste ich haben eigentlich. Seit letztem Teil müsste ich auch haben. Die 500.000 Gold habe ich auch locker. Also ja, komm. Jetzt steht er da. Warum ist er gerade nur so herumgelaufen? Warum ist er... Ich verstehe es nicht. Wie sieht's aus? Hast du jetzt was geschafft, alles aufzutreiben? Ja. Ja, habe ich sogar. Jawohl. Das dürfte alles sein. Ja, das ist alles. Es tut mir leid, dass ich dir so viel Arbeit aufgebürdet habe. Leere Text. Leere Sprachblase. Lass das. Jeder von uns hat getan, was er konnte. Ja, du hast recht. Du bist wirklich erwachsen geworden. Ja, schon auf mit dem Schmutz. Jetzt reicht's mit dem Späßchen, Mann. Nee, du trägst wohl immer noch kein Lob. Auf jeden Fall danke. Ich weiß nicht, was ich ohne dich getan hätte. Meinst du also, dass das Ganze die Entwicklung der Stadt fördern wird? Ja, ich werde alles, was du mir besorgt hast, dafür einsetzen, alles wieder zusammenzubringen. Na schön, viel Glück dabei. Ich drücke dir die Daumen. Komm bald mal wieder, ja? Okay. Ich gehe noch mal raus und rein. Mein Gott. Ich nicht mal Belohnung oder so irgendwie was bekommen, das finde ich gar nicht so gut. So, jetzt kommen. Was Geiles jetzt. Ich sehe keine Veränderung hier, also warte mal. So, habe ich hier. Aber da muss mir doch irgendwas geben oder so. Du bist nicht der gleiche Typ, ne? Nee. Muss ich jetzt hier übernachten? Ich. Hast du das Gefühl, hier müsste irgendwas passieren? Oh. Nö. Okay, also nicht. Ich gehe jetzt mal hier übernachten. Und dann nichts passiert, weiß ich auch nicht. Nö, okay. Dann sehe ich euch, wenn ich irgendwie sehe, ob was passiert. Bis gleich. Ja. No. Passiert was? Gerade wo ich so einen vollen Niesanfall habe. Oh Junge, Junge, du hast da etwas sehr Hübsches, wirklich. Ich weiß nicht, wovon du redest. Schau ich nicht dumm, ich weiß alles über euch und die Luxusspielzeugserie. Diese Dinger sind sehr beliebt. Bestimmt nur unter leidenschaftlichen Sammlern, oder? Lass sehen. Nein. Ah, du möchtest also nicht, dass andere Menschen sie berühren? Ja, verstanden. Ich soll keine Fingerabdrücke darauf zurücklassen. In Ordnung, ich möchte sie nur sehen. Staunlich, so retro, so nostalgisch. Danke. Klar, kein Problem. Hey, was ist das denn hier? Was ist denn das hier? Es ist Schatzangeln. Man versucht herauszufinden, welche Art Schätze man sich angeln kann. Garantierte Gewinne. Aber es sieht aus, als gäbe es gar keine Schätze. Sehr gut beobachtet. So ist es. Ich bin auch nicht mit dem Vorbereitungen beschäftigt. Ich bin auch mit dem Vorbereitungen beschäftigt. Im Moment gibt es noch keine Schätze. Du bist noch dabei, alles vorzubereiten, aber dein Geschäft ist geöffnet? Ich überlege noch, was ich tun sollte. Habt ihr vielleicht irgendwelche Ideen? Ideen, hm? Wenn du in Not bist, wer könnte dann besser helfen als die heldenmutige Vesperia? Was? Wir? Mir fällt gerade nichts ein. Ihr seid nicht zufällig eine Gilde? Ja, sind wir. Unsere Gilde nennt sich die heldenmutige Vesperia. Warum bist du denn jetzt Mitglied des Zell? Ah, deshalb habt ihr also diese Statuen gefunden. Seid ihr dabei, die ganze Welt zu bereisen? Ja, wir sind schon fast überall gewesen. Und so sind wir auch hier gelandet. Dann könntet ihr Schatztruhen aus aller Welt besorgen und sie mir zeigen. Je mehr Schatztruhen ihr findet, desto bessere Ideen werden mir für die Schätze kommen, die ich hier brauche. Aber wir sollen dir nicht geben, was wir gefunden haben, oder? Nein, gar nicht. Ihr solltet es mir nur zeigen. Das reicht mir dann schon. Ihr müsst doch wohl gut darin, Dinge herzustellen. Ich komme zurecht. Also zieht hinaus in die Welt und öffnet alle Schatzrunden, die ihr findet.
Gott, ich werde doch garantiert schon welche verpasst haben. Hey, nicht schlecht, ihr habt jede Menge Schätze gefunden. Wir waren in der ganzen Welt. Zeigt sie mir, zeigt her. Wir haben natürlich alle notiert, ne? Oh, das ist sehr hübsch. Oh, das hier ist nutzlos. Super, ich danke euch, das wird mich weiterbringen. Was? Mehr brauchst du nicht? Es reicht, ich habe alles, was ich gesehen habe, in meiner Birne gespeichert. Dann kann es mit den Schatzangeln eben ja demnächst losgehen. Aber du wirst etwas Zeit brauchen, um alles vorzubereiten, nicht? Ja, so ist es. Um aufzufüllen, sollten 100 Schätze ausreichen. Oder was meint ihr? 100 Schätze herzustellen hört sich nach einer gewaltigen Aufgabe an. Nein, gar nicht. Das macht Spaß. Du bist schon einer, weißt du das? Du bist selbst einer, Junge. In allen Ecken und Winkeln der Welt hast du jede Schatztruhe geöffnet. Ja? Ich habe jede geöffnet. Es sind die meisten Schatztruhen in der Welt leer. Okay, die meisten. Es hört sich ja an, als wäre ich ein Dieb oder Geizkragen oder so etwas. Allerdings, es gibt keinen Stein, den du bei der Suche nicht umgedreht hast. Es sind keine Steine mehr übrig. Schatzsucher. Okay, wieder ein Titel. Und der ist weg. Alles klar. Oh, da ist der jetzt. Okay. Was mit dir? Was mit dir? So, machen wir die eine Quest von Rita mal. Bevor wir jetzt hier rumrennen und gucken, was wir alles machen können und so. Du siehst neu aus. Nein? Okay. Gut. Dann hier mit den Büchern. Zeig mal. Ich habe alle Bücher bekommen. Dein Gesichtsausdruck nach zu urteilen, bekommst du alle fünf. Kommst du mit allen fünf Büchern? In der Tat, mit jedem einzelnen. Sehr gut, dann wollen wir ohne Umschweife zur schriftlichen Prüfung übergehen. Zur Beantwortung aller Fragen kannst du die Bücher zur Rate ziehen, die du mitgebracht hast. Schier kann es sein, die Prüfung zu bestehen, wenn man alle Antworten in den Büchern nachschlagen kann. Warum versuchst du es dann nicht auch, Carol? Wer weiß, vielleicht überraschst du dich selbst und bestehst die Prüfung. Du da! Oh, Entschuldigung. Du möchtest den Test absolvieren? Der Miska-Doktortitel ist sehr anspruchsvoll. Versuch es mit dem NAM-Diplom. Dem Namendiplom? Ja, das ist eine Prüfung für etwas 10-jährige Kinder und eine unserer Hauptattraktionen. Jo, hast du nicht Angst, du könntest durchfallen? So eine Prüfung könnte für ein Kind wie dich recht schwierig sein. Beleidige mich nicht, ich bin schon 12. Carol ist 12. 2 volle Jahre über den Mindestalter. Das ist doch ein Klacks. Wenn ihr euch entschieden habt, solltet ihr euch beide für die Prüfung weit machen. Und Rita ist, glaube ich, 15, ne? Ich glaube, die hat auch meinen Skit gesagt. Estelle ist 18. Den Rest weiß ich nicht. Hey, denk mich bloß nicht ab, ja? Das ist kein Spiel, weißt du? Schon klar, es geht ja nicht nur um deinen eigenen Stolz. Lass mich raten, er bekommt jetzt den Doktortitel und sie irgendwas anderes, ne? Gut, dann wollen wir mal. Die Prüfung hat begonnen. Was? Woher soll ich das wissen? Tales of Eternia. In Europa, keine Ahnung. Spät. Dezember 2005, Februar 2006, August 2003. Dieses Spiel kam vor, ich glaube, 10 Jahren raus. Ich weiß leider nicht so, was die Reihenfolge. Ich habe Tales of the Abyss hier irgendwo. Oh, eine Sekunde. Da steht jetzt aber Datum drauf, wenn das Original rausgekommen ist. Ich sehe auf den ersten Blick jetzt nichts. Dreck. Nee, steht nichts. Verdammt. Verdammt. Warte. Ich habe noch eins. Wo ist Tales of Symphonia 2? Ich bin voll professionell. Das ist Dawn of the New World 2003 bis 2008. Das geht doch gar nicht. Tales of Eternia, das war glaube ich für, weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, PlayStation damals. Also nehme ich mal an, das kam September 2001 raus. Ja, anscheinend schon. Oh, war das falsch? Wer ist in Tales of Symphonia der schlechteste Koch der Gruppe?
Was Rain? Ich glaub Rain, oder? Ja, ist Zellos Schwester in Tales of Symphonia. Tia nicht, Alice. Alice ist aus Symphonia 2. Celeste, ne? Welche der folgenden Figuren gibt es nicht in Tales of the World Radiant Mythology? Keine Ahnung. Stan, das ist glaube ich der Hauptcharakter von Tales of Destiny, ne? Arch ist einer von Phantasia, Symphonia, ich nehme an, er. Vielleicht ist das doch schwieriger als ich dachte. Nee. Ja, Leute, richtiger Vater aus Tales of Symphonia. Kratos war das, ne? Und Schluss, gute Arbeit. Ich werde jetzt eure Punkte auswerten. Verdammt. Rita, wie ist es gelaufen? Glaubst du, hast bestanden? Es war ziemlich hart, sogar für mich. Aber ich glaube schon, dass ich mich ganz ordentlich geschlagen habe. Ich habe hier vorgespeichert, ich weiß es nicht. Ich gucke erstmal online irgendwie, was, ob das irgendwie einen Unterschied macht. Weil dieser eider Schrei-Wettbewerb, den wir mal in Dahngrest gemacht haben, der hat irgendwie auch keinen Einfluss darauf gehabt, ob wir jetzt, weiß ich nicht, gewonnen oder verloren hätten. Also, ja. Gucken wir mal. Was ist mit dir, Kleiner? Wie ist es dir ergangen? Ich glaube, die habe ich in der Tasche. Habe ein gutes Gefühl. Du hast 3 von 5 Fragen richtig beantwortet. Scheint ziemlich zuversichtlich zu sein. Hey, das stimmt wohl. Entschuldigt bitte die Wartezeit. Ich möchte euch gerne die Ergebnisse der Prüfung mitteilen. Zuerst wohl ein Rita Mordio. Von möglichen 800 Punkten erzählte sie. 800 Punkte bestanden mit der höchstmöglichen Punktezahl. Oh, Rita, du bist echt unglaublich. Wenn es um die Wurst geht, bist du zur Stelle, Kleine. Ich bin so erleichtert. Nur eine einzige Person hat diese Prüfung vor mir bestanden. Dann bist du also die zweite Person auf der Welt, die das geschafft hat, Rita. Hey, Leute. Ich habe mein Ergebnis noch nicht bekommen. Und so, Carol Keppel. Von möglichen 100 Punkten erzielte er 82 Punkten. Ganz knapp bestanden. Geschafft, ich habe es geschafft. Jawohl, ich bin durch. Ich bin durch. Hä, warum jubelt er nicht mit? Naja, die Fragen waren für 10-Jährige. Für einen 12-Jährigen ist das nicht sonderlich beeindruckend. Es wäre richtig peinlich gewesen, wenn du durchgefallen wärst. Kommt schon. Nun wollen wir den erfolgreichen Prüflingen ihre Ehrentitel verleihen. Rita hat Miska Doktortitel. Und Carol hat... Seht sie euch an. Was zum... Oh, neues Kostüm. Cool. Nur wer einen hocherwertigen Miska Doktortitel warum hat, darf dieses besondere Kostüm anziehen. Aber natürlich. Das sieht cool aus. Was ist los? Freust du dich nicht, Rita? Ja, natürlich freue ich mich. Du weinst ja, von Gefühlen überwältigt, salzige Tränen der Freude. Hör auf, solche Schwachsinn zu reden, ich hatte nur was im Auge. Hehe, na sicher, Rita. Und als nächstes haben wir auch einen Titel für Carol. Für mich? Echt? Kleiner Kram, Professor. Da kommt jetzt irgendwas Schwachsinniges, ne? Kleine Krabbe, ich dachte, ich würde das Namendiplom bekommen. Das Namendiplom besteht aus verschiedenen Rängen und du bist auf dem niedrigsten. Je mehr Punkte, desto höher der Rang. Jungchen, kleiner Krabbenprofessor, ein passender Titel, wenn ich das so sagen darf. Ein guter Titel für einen 10-Jährigen. Oh nein, pfui, den will ich nicht. So einen Titel kann ich doch nicht tragen. Du kannst ihn wieder haben. Carol lehnt den Titel kleiner Krabbenprofessor höflich ab. Ich finde diesen Titel völlig angemessen. Auf jeden Fall Glückwunsch, Fräulein Rita Mordio. Ach ja, danke. Mach weiter mit deiner Forschungsarbeit, um die Ehre dieser heute erworbenen Diploms nicht zu besudeln. Du kannst auf mich zählen. Diese geniale Magierin hier steht erst nur am Anfang ihrer Laufbahn. Lernen ist gesund, okay. Kann ich diese Prüfung noch mal machen? Na, schade. So.
Das sieht richtig cool aus. So ein Totenkopfbuch noch hinten dran. Das hat nichts mit dem Ding zu tun, ne? Doch. Scheint schon. So, entweder das hier oder das hier. Genau, das sieht ein bisschen mehr badass aus. Das wird irgendwie so passend zu allen anderen Charakteren, ja. Jetzt bräuchte ich nur noch für Patty irgendwie ein Kostüm. Ein besseres. Ihre Kostüme sehen leider alle nicht so badass aus. Finde ich. Muss irgendwie so an der Gruppe ja so anpassen. Ein bisschen. Ja, das sieht voll putzig aus, aber die soll cool aussehen. Ja. Mal guckt euch mal Flynn an. Soll stylisch aussehen. Was die spezielle Blasterforschung erklommen. Trotzdem kann man sich immer noch verbessern. Und du hast kleiner Krabbenprofessor ab. Ich werde wahrscheinlich mal online nachgucken, ob das, weiß nicht, einen Unterschied gemacht hätte, wenn ich verloren hätte, wenn ich weiter, wenn ich 100 Punkte bekommen hätte. Keine Ahnung. Nein. Ja, ich werde mir halt mal online angucken, nur um zu gucken. Aber ich nehme an, es wird keinen Unterschied machen. Also, na gut. Habe ich ja mit jenen geredet, ja, ne? Kommt nichts, ne? Was mit dir? Nix. Komm wieder. Nein. Kann ich mal meinen Rang sehen? Rang 9401. So, warte mal, habt ihr neue Sachen jetzt zum Verkaufen oder so? Nee, ne? Na gut, dann sehe ich euch, wenn ich wieder irgendwas gefunden habe. Vielleicht ist ja noch was, aber ich gehe erst mal draußen speichern und gucken. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wieder irgendwas passiert. Also bis gleich. Okay. Was machten die hier? Oh, Kaufmann, ich dachte nicht, dass ich dich wiedersehen würde. Ich habe nur über das Geschäft diskutiert, aber nichts, was euch betrifft. Über die Geschäftsfrau, was? Immer auf der Suche nach einem Deal. Dass ein Versuch, sich einzuschmeicheln, dann bewirkt er genau das Gegenteil. Es ist eben die Masche des alten Mannes. Tut mir leid. Und willst du noch weiter solche Vergnügungsparks wie diese bauen? Das ist doch ein unerschlossener Markt. Daher. Na, hier haben wir doch mal ein Mädchen mit ein wenig Grips. Dieser Ort ist nicht gewinnorientiert wie andere Vergnügungsparks. Er selbst wirkt also kein Profit, aber. Ah, du planst also den Transport hier zu organisieren und daraus Gewinn zu schlagen? Genau, wir haben gerade über die Verteilung der Anteile verhandelt, aber was ist das Problem? Sind sie unglücklich, weil ihr Anteil zu klein ist? Im Gegenteil, sie sagen, sie möchten überhaupt kein Geld haben. Wir brauchen kein Geld, uns reicht es, andere glücklich zu machen. Damit sind wir zufrieden. Seht ihr, wie soll ich mich jemanden ein Geschäft abschließen, der so denkt? Wo liegt das Problem? Sie sagen, sie wollen kein Geld, klingt nach einem verdammt guten Geschäft für dich. Nein, das verstößt gegen die Prinzipien unserer Gilde. Mit gutherzigen Menschen muss man immer fair verhandeln. Sie erinnern mich irgendwie an LeBlanc, Fräulein Kaufmann. Dieser langweilige alte Sack, meinst du das ernst? Haben Sie gerade LeBlanc gesagt? Ja, richtig, aber... Hat er dich auch belästigt? Nein, nein, macht euch keine Sorgen, es ist nichts, wirklich. Hey, stellt euch, wenn ich gehe. Ich muss einige Milchjakisoba vorbereiten. Bis dann. Moment noch. Jess bemerkt, als sie LeBlancs Namen hörte. Ja, was wohl dahinter steckt. Das werden wir nicht herausfinden, ne? Also hier läuft neu herum, ne? Keine Ahnung, wer war nochmal LeBlanc? Da war dieser... War nicht dieser Typ, der die ganze Zeit immer hinter Yuri her war. Ich verwechsel immer noch hier irgendwie einige Leute. Ich guck mal, ob die hier noch irgendwo ist, aber sieht nicht so aus. Ach ja, ich habe übrigens die Fragen alle richtig beantwortet einmal. Hab trotzdem irgendwie nur 82 Punkte bekommen, so wie beim letzten Mal. Und ja, war irgendwie merkwürdig. Hat sich aber nichts geändert. Ich habe auch nicht nachgeguckt, weiß nicht.
zweiten Mal hatte ich dann irgendwie alles richtig. Keine Ahnung. Und ja. Hat keinen Unterschied gemacht, wie ich mir gedacht hatte. Also, ja, was soll jetzt? Wie gesagt, ich habe trotzdem 82 Punkte von 100 bekommen. Das macht doch irgendwie gar keinen Sinn. So, hey, da oben. War oben links schon immer jemand am Dach? Sehe ich jetzt zum ersten Mal irgendwie. Komm ich da irgendwie hoch? War eine gute Frage, ne? So, ich glaube, wir haben so, weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder so erstmal gefüllt, ungefähr. Weiß ich nicht, was wir da machen. Ich war letztens im im Kolosseum. Ich glaube, da war eine weitere Stufe hier im Teamkampf verfügbar. Ich glaube, das könnten wir machen. Und ja, war halt noch ein bisschen Action haben. Ich will sowieso noch auf Level 75 kommen, bevor wir hier zum finalen Boss gehen. Und ja, machen wir mal. Ne? Also was, gehen wir direkt dahin? Weil ja, wenn wir schon mal die Aufnahme anhaben, gehen wir direkt da rein. Vielleicht habe ich ja Glück und ich kriege diesen Flügelfächer oder was auch immer ich da noch mal brauchte, weil das ist wirklich der einzige Gegenstand, der mir noch fehlt, um irgendwie, weiß nicht, hier so eine Lanze für Judith herzustellen. Dann habe ich alle Waffen hergestellt, die es gibt, und ja, wäre doch ein guter Abschluss, so um in den finalen Boss reinzugehen, ne? Finde ich jedenfalls. Und dann könnten wir wahrscheinlich schon im nächsten Part mal speichern, den finalen Boss antackeln, ne? Ich werde wahrscheinlich noch mal durch die finale Dungeon hier ein bisschen durchrennen, um zu gucken, ob ich da alles erkundet habe, weil irgendwie verstehe ich nicht, warum nicht die Teleporter jetzt aktiviert sind. Sie müssen ja eigentlich auch aktiviert werden irgendwann. Also ja, keine Ahnung. Gucken wir mal. Hier. Ja, seht ihr, schwer. Problem ist, ich weiß jetzt nicht, was für ein Level die Gegner sein werden. Ich hoffe, die sind im Bereich des Machbaren. Immer das Team mal. Warum nicht? Damit ihr im Publikum oder möchte ich ein Handturnier teilnehmen, ja. Gucken wir mal. Ja, versuchen wir einfach mal. Wird schon funktionieren, ne? Wir kommen zum neuen Kronjuwel von Palestrale, unser Teamturnier. Zeigt uns, wie gut ihr zusammenarbeitet, Kämpfer. Denkt dran, es ist der Heldendrang. In jeder Runde erwartet euch knallharte Kampf und die Krieger. Also hier sind die heutigen Kämpfer. Es sind neue Gesichter, die jetzt schon kühne Erwartungen hervorbringen. Die strahlenden jungen Sterne der heldenmutigen Vesperia. Also, geh einfach los, okay. Okay, zumindest die 6 Sterne stehen bereit und strahlen. Ey. Fertig kämpft. Schon wieder die. Die haben wir doch schon. Okay, vielleicht nicht die alle. Welches Level seid ihr eigentlich? 60. Oh Gott. Ja, Flynn hat so eine Fähigkeit, womit der Gegner schocken kann oder leben, was ich gar nicht schlecht finde. Ich normalerweise immer jetzt die Gegner erstmal alle lähmen, bevor ich hier weitermache. Also was hier? Legen wir es drauf an. In die kritische Form, danke. Zack, nicht zu schad. Boom. Alle getroffen. Komm, irgendwas, was alle trifft. Mew, komm, Mew. Ja, schon wieder das. Ja. Die Zeit läuft sogar weiter, während der mystischen Ach, ich dachte, die wird anhalten. Wird es ein bisschen bringen, irgendwie. Ich glaube, Mew ist das Einzige, was wir noch nicht gesehen haben, ne? Das Einzige, was ich natürlich kenne, ne? Sind wir glaube ich schon auch irgendwie bei den Skit, also wenn man alle davon gesehen hat, ne? So. Viele Kämpfe kommen ja.
Wir werden das zeitlich wieder nicht schaffen. Wir haben letzten Mal, beim ersten Mal, als wir das gemacht haben. Also wo wir hier die stärksten Waffen und also was haben, ey. So, da sind noch zwei übrig. Mal schauen. Sag. So, 2 Minuten für einen Kampf. Auf nach Palestrale, meine Herren. Es ist Zeit, dass diese grobianer Manieren lernen. Das sind genau die gleichen Gegner, nur als stärker wahrscheinlich, ne? Also der schwach gegen irgendwas? Nee, ne? Oh, nein, nicht so weit. Ja, vielleicht Rita mitnehmen sollen mit ihren super Zaubern hier. Ist vielleicht eher so gebracht. Okay. Ich merke gerade, der sieht aus wie Tier und singt. Er ist clever. Oh Gott, da ist eine Bombe. Oh, die sind alle gelähmt. Hey, 2 von ihnen sind gelähmt. Kann eigentlich auch irgendwas Schlechtes passieren bei Pattys Dingern. Ja, ne, dieser eine, der war nicht so gut. Wo alle getroffen worden sind. Ne? Dieser neu Items ever Typ. Ich weiß übrigens immer noch nicht genau, von wo ich das kenne. Ist das so, muss ich sie wieder im Dings holen. Wo ist sie? Ja, sie fliegt gerade wieder mit einer Rakete durch die Gegend, ne? Der eine ist schon tot, der Luke. So, das habe ich nicht gehört. Das lohnt sich gar nicht mehr. Aber wir bekommen Sachen zugestellt, ne? Automatisch. In die Kitsche, danke. Sehr gut, Flynn. So, komm her. Ich glaube, das schaffen wir noch zeitlich so. Es ist nicht nur unser erster Schau mit diesen 3 Schurken, aber ihr könnt sie alle zusammen ausschalten. Fertig oder nicht, kämpft. Na, kommt mal her. Und zack, mystische Art. So, irgendwas Geiles. Das Gute ist, mit dem, wenn das Ding runterkommt, dann treffen wir auf jeden Fall immer. Ah, nein, das kann man auch schon. Bestimmt einige Sachen, die ich noch nicht gesehen habe. Na, was macht das? Na, warte, macht schon wieder alles voll, ne? Dann setzen wir noch mal eine mystische Art ein. Warum nicht, ne? Ich glaube, da frisst ein bisschen Zeit, aber egal. Jo. Pinguine, haben wir die schon? Ja, sehr gut. So, warte mal. Aber ich kann ja alles einsetzen, was ich will. Okay, ich dachte, man ist hier irgendwie an so ein Kolosseum-Ding gebunden. Limit Trunk. Führt einmal ganz auf. Ja, ich sehe es. Kann man Limit Trunks kaufen? Das war eine gute Frage, ne? Mew. Diesmal kommen. Oder diese Nagel, die hatten wir auch noch nicht. Ich habe gerade eine Nagel gesehen. Oh, das ist schon wieder Cypher. Was ist das?
leider nur gegen einen. Kacke. Egal. Nee, Mann, ich werde das schon irgendwann finden, treffen, sehen, was passiert. Ich habe so einen Nagel gesehen, die haben wir auch noch nicht gehabt, glaube ich. Ich glaube, der Pinguin hatten wir auch noch nicht. Ich glaube, diesmal ist die Zeit aber auch auf unserer Seite, ne? So, da waren, glaube ich, die letzten Gegner letztes Mal, ne? Auf den einfachen Stufe. Also muss ich ja auch nicht hier weitergehen jetzt, ne? Das wäre ja langweilig. Da seht ihr, wie wir den hier rumjonglieren, ne? So. Hey, komm mal. Oh nee. Was zum? Das ist keine Rüstung für eine Gilde, aber egal. Stärke ist Gerechtigkeit. Ich will den Rittergeist sehen. Fertig, kämpf. Captain Schwan. Was? Was? Okay, warum waren die schon analysiert? Was? Verstehe es nicht. 64. Ich glaube, die reden gerade über Raven. So im Sinne von, hey, was machst du da auf der Seite, alter Mann? Kleidet sich gerade und spät gerade mit, nehme ich mal an, ne? Alles klar. Okay, ich würde sagen, wir machen mal als erstes fertig, ne? Schon am gefährlichsten. Das glaube ich eine mystische Art gehabt, ne? Oh, Patty. Komm schon. Nehmen so. Was? Der hat schon wieder voll gehabt, was? Perfekt. Sehr gut, Miss Schad. Ich leg's voll drauf an, ey. Mew, Mew, nein, da ist Mew vorbei gewesen. Hey, da ist die Spritze, cool. Hier ist es etwas, das ist Entschuldigung, was heilmäßiges, ne? Oh, sieht aus wie Nachtigall. Weil mehr Overkill. Okay, gut, weißt du was hier? Hab ich einen schon erledigt? Nee. Hat so kurz angehalten, so im Sinne von, oh, ist gerade einer zeigt. Was? Okay, wollte schon sagen, irgendwie hast du gar nichts getroffen gerade. Also jetzt mit den meisten kritische Formen gehen, ne? Bonk. Geh weg mit deinen Hintern. Legst ja voll drauf an gerade. Komm schon, kritische Form. Komm schon. Ich glaube, wir schaffen das aber. 10 Minuten, hallo. Macht sogar Schaden, wenn sie halt einsetzt. Leute. Oh nein, ist nicht gut. Au. Du.
Oder sie macht sowieso Schaden um meine um die Gegner um mich herum. Nein, repeat. Er macht aber sehr wenig Schaden, ne? So, du nimmst mal hier was Teures. Ich habe geblockt, du Pisser. Hab mich mal in die kritische Form, ey. Pisser. Komm her. Mew. Bonk. Schon wieder das Viech. Ah. Ich werde ja all meine Limit-Trunke einsetzen. Na, warte mal, ich kann direkt wieder. Sag, oh Gott, das war knapp. Hat angegriffen. Schon, jo. Schon wieder Cypher. Er kommt mir irgendwie vor wie der Stärkste von allen. Trotzdem irgendwie. Kommt er so oft. Kommt mir jedenfalls vor, wer der Stärkste hier. So, so, verpiss dich. Na, stellt sich irgendwie raus, wie kann man viel einfacher bekommen. Nein, du Pisser. Ernsthaft? Boah. Du Pisser. Ah, jetzt muss ich wieder. Hey, gibt's jetzt einfach nicht. Ey. Aber trotzdem brauche noch nicht mal meine Hilfe irgendwie zu schaffen. Habe ich so ein Gefühl. So, ich muss mal kurz gucken. Du. Taucht mir auf den anderen Dingern auf. Ja. Sogar mehrmals Angriffsform war ich, ne? Und versuch mal eine Angriffsform mal. Hab das schon gesehen? Also nicht, ne? So oder so, ich mache Schaden. Also ich hoffe wirklich, man kann die mit Trunks kaufen, sonst kann man bestimmt definitiv herstellen, ne? Au. Man muss denn auch immer einer hinter mir her sein, ey. Das ist Geschickform. Nein, Angriffsform. Oh, willst du mich auf den Arm nehmen, ey? Nicht umarmen, bitte. Oh, ich habe nur 8 Minuten. Mindestens Mew einmal sehen hier. Kommt schon, das sieht gut aus. Nee, sieht's nicht. Gott, verdammt, ey. Weißt du, das einzige Ding, was ich auf dieses Roulette sehe, ne? Das einzige Ding, was ich kenne. Das einzige Ding, was ich sehen will, und ich krieg das nie. Oh Gott, ich will auch noch was für eine Heilung. Der wird geheilt, was? Wer hat den geheilt? Ganz auf du. Das bin ich schon wieder irgendwie. Aber kritisch einfach. Ernsthaft? Lass mich nicht an. Nein, das gibt's jetzt nicht. Nicht so schade, da war jetzt Normalform. Ja, super, das ist ja gar nichts drauf. Da sind nur zwei verschiedene.
Super. Boah. Ich gebe den Kampf ja voll aus den Händen. Die Hälfte davon hat gar nicht getroffen. Boah, ey. Okay, meine ganzen Limit-Trunks gehen jetzt hier flöten. Ja, da war nicht schlecht, aber der hält die, glaube ich, alle hier immer hoch, ne? Da ist schon wieder hinter mir, ja. Okay. So, so viel dazu. Jetzt komme ich noch nicht mal in die Angriffsform, ey. Kritische Form, ja, mein Trick. Gefehlt ist tot, was? Ja, Mew, komm. Ernsthaft. Da ist noch einmal Mew auf dem Feld, ey. Schon wieder Cypher. Was ist das für ein Dreck? Da ist doch irgendwie gerickt irgendwie. Kann irgendwie nicht sein, dass der so oft auftaucht, ey. Na gut. Na gut, dann so viel dazu. Ich hoffe, wirklich kann mir die Dinger neu kaufen, ey. So, Captain gegen Captain, ey. Boah, herrlich. Was? Was zum Teufel? Der hat den gerade, der hat gerade alle geheilt. Was ist das denn für ein Kack? Der hat gerade irgendwie, weiß ich nicht, ein Gummi eingesetzt, eine Leckerei oder so. Haben wir auf einmal alle geheilt. Ah, ist ja voll kacke. Ich werde den nur verlieren, weil ich, weil die Zeit nicht ausgereicht hatte. Ne? Oh, ich gehe auf ihn los, ja. Schwan. Ja, dann fällt er wieder um. Ich krieg den nicht getroffen, ey. Boah. Du willst mich verarschen? Was soll das? Der wirft einfach ein Gummi und die werden um 100.000 geheilt. Ich verdammt nochmal verarschen. Du Pisser, ey. Ja, voll unfair, ey. Vor allem, da war auch gar keine Vorbereitungszeit. Der hat einfach so gemacht. Ja, pff, ich heil mich mal. Boah. Mir fällt echt nicht, wie dieser Kampf gerade abläuft, ey. Ja, ich gehe doch nicht los, wie blöd, ey. Hey, voll die Verarschung, ey. Genau wie bei Alexei, ja, gleiche Mist, ey. So, wo ist er? Mystisch hart. Bonk. Hey, ich krieg schon wieder nicht gut. Rips nicht. Man hat schon gesehen. Aber Schwan. Der Blonk. Das ist der Pisser, der hier alle heilt, ey. Ich bin fand ich schaffen, viel zu viel Zeit irgendwie verschwendet hier zu versuchen die mystische Art zu sehen. Ich werde definitiv noch mal versuchen gleich oder noch ernsthaft. Da voll Verarschung. Ah. Weil das ist voll machbar, ne? Da, was soll ich denn dagegen machen?
Möchte ich den da klauen oder was? So wie in Final Fantasy 10. Ja, ich habe keine TP, willst du mich eigentlich? Kann ja weg zum Stehen, ja super, ich kann nichts dagegen machen. Der kann einfach hier alle hier hochheilen und ich kann nichts dagegen machen. Das will ich verarschen. Voll die Verarschung, ey. Ja, okay. Alter. Alter. Ja, habe ich auch hier. Was ist das? Ich wollte eigentlich nicht bekommen und nicht denke Kommandanten. Also ich bin 10 Level höher als die, ne? Und boah. Ich krieg die ganze Zeit auf die Fresse. Wenn so mit dem finalen Boss abläuft, ne, dann weiß ich auch nicht. Boah, ich krieg so einen Kopf. Das ist das Einzige, was mich stört, ist das Zeitlimit. Wenn das Zeitlimit nicht da wäre, dann würden wir es schaffen. Irgendwann. Das ist aber voll unverschämt. Boah, wie ich einfach nicht dazu komme, irgendwie was zu machen. Hey. Warum kippt Flynn von jedem Angriff eigentlich um? Ah. Boah. Irgendwann ist Schwerttänzer ja voll einfach. Oh, komm her. Okay, weg, Goofy. Goofy und Donald. Ey. Passt sogar, der eine ist so langer. Ein um ein Feld verfehlt. Das gibt's nicht. Der hat euch verarscht. Wow. Ja, ist gar nichts getroffen. Ah. Komm her. Oh mein Gott. Ja, da kommt einfach so. Ich heile uns mal alle. Also nie im Leben gedacht hat man hat hier mit Level 63 schafft. Also nie im Leben. Ja. Der hat jetzt mal einfach mit 200.000 hier alle geheilt. Zweimal direkt. Ey, wir sind voll am Cheaten. Wie soll man denn das schaffen? Na, nee, das mache ich auf jeden Fall nicht, ey. Wir sehen uns in der nächsten Folge im finalen Kampf, würde ich dann sagen, ne? Weil das ist einfach nur schwachsinnig, also. Ja, gut. Ich sehe euch dann im nächsten Part wieder. Ciao. Standst du vorher schon hier? Oh. Wollte schon sagen. So, hä, stand der schon mal da? Nee. Jim? Captain? Ach nee, bist du gar nicht. Ich fahre jedes Mal drauf rein. Du siehst genau wie sie. Tatsächlich, du siehst genauso aus wie sie. Captain? Reiß dich zusammen, Seefahrer Flynn nicht. Du hast recht, ich... Was gibt's? Ich so zu sehen, hab mich daran erinnert, dass ich noch was vom Captain habe. Ihr Vater schenkte ihr diese Kleider, als sie noch ganz klein war, damals als sie noch zum Adel gehörte. Der Captain gehörte zum Adel? Sie und ihre Matrosen haben mir erzählt, dass sie sich nach dem Meer sehen, als sie einfach weggelaufen ist. Hm. Ich weiß ja nicht so recht. Du gleichst ihr wie ein Ei dem anderen.
Okay, das sieht cool aus. Donnerwetter, dir steht das fast zu gut. Sieht aus, als wären sie für dich maßgeschneidert geworden, Patty. Es ist, als würde ich den Cap wieder gesund und munter vor mir sehen. Nur zu, die Kleider gehören dir. Bist du sicher? Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so sicher. Du musst sie nehmen. Wenn du darauf bestehst, ich werde dieses wohlgütende Kleider von ihr mit Stolz tragen. Mein Gott. Diesen Aufzug könntest du Sirenenzahn wieder aufleben lassen. Uns alle wieder zum Ruhm und Ehre führen. Das kann ich noch nicht. Du hast recht. Das kann ich von einem jungen Mädel wie dir nicht erwarten. Tja, ich sollte gehen. Irgendwie tut er mir leid. Schon, aber er ist ja nicht so, als könnten wir es ändern. Ja, du hast recht. Nachfolgerin der großen Piraten. Piratin. Oh, ihr habt keine Ahnung, wie sehr ich mich freue. Das wird genau vor dem finalen Boss noch ein epische Klamotte für Patty bekommen haben, ne? So, meine Frage ist jetzt aber, das ist der Premium Piraten und ja, der erinnert sich natürlich, ne? Na, sie kann immer noch das hier, alles klar. Aber nee, ich hätte dann doch schon lieber die Dingens hier, die Augenklappe. Wo habe ich sie jetzt hingepackt? Nein. So, jetzt sieht unser Team richtig krass aus. Wir tun mal vielleicht die Puppe hier von Patty entfernen. Mir fehlen übrigens immer noch zwei Puppen. Wo kriege ich die her? Ich muss halt herausfinden. So, hatte ich normalerweise eine Pfeife. Ja, aber die wird dann ersetzt, ne? Kann ich ihnen noch geben? Sollte ich offscreen machen. So. Jetzt sehen aber alle unsere Teammitglieder richtig cool aus, finde ich. So, weiß ich nicht, so richtige JRPG-Helden. Bis auf diese Maske von Raven, ja. Keine Ahnung, ich finde die grünen Klamotten sehen gut aus. Ja, ne. Einzige, was mich stört, ist, dass Juri und Rita beide schwarze Klamotten haben. Aber was soll's. Gut. Alles klar, da würde ich aber sagen, wir sehen uns im nächsten Part im finalen Bosskampf wieder, ne? Weil sonst, wir haben ja jetzt alles hier abgeklappert, ne? Ich werde wahrscheinlich noch, weiß ich nicht, ein bisschen hochleveln irgendwo. Wenn wir auf Level 75 gehen, irgendwie meine Rüstung abnehmen und, weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht, wie ich das handhaben werde, aber ich werde mir halt einfallen lassen, damit wir nicht zu überpowered in den Kampf reingehen. Ich tue wahrscheinlich halber Schaden ausrüsten, Klamotten abziehen von unseren Charakteren. Und wenn ich dann sehe, dass der Boss uns zu schaffen macht, dann tue ich natürlich hier meine ultimativen Klamotten und so wieder alles hier anziehen. Aber ich will, dass das eine Herausforderung wird. Deswegen, ja, gehe ich hier ohne Klamotten dann rein. Boom. Generalsrüstung, ja, gehen schon. Obwohl, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu wenig, ne? Aber egal, gucken wir mal. Mal schauen. Ich werde auf jeden Fall vielleicht nicht Klamotten ganz abziehen, aber wesensweise nicht. Es gibt nur 135. Ich werde mir was einfallen lassen, keine Ahnung. Jedenfalls wird der nächste Part der Finalboss sein und ja. Ich freue mich dann auf euch, wenn ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, euch hat der Bart gefallen. Wenn ja, dann lasst bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Hier ist noch ein Skit. Ich habe mir schon gedacht, dass er irgendwas mit Kochen zu tun hatte. Ich gerade, die ganze Gruppe ist gerade in diesem Skit. たまに出るご馳走だったから執着が強いのかもね。明日は
Okay.